Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Another Code R. Ja, im letzten Mal haben wir hier den Glockenturm betreten. Jetzt wollen wir hier erneut versuchen, die Glocke hier zu aktivieren. Sollte eigentlich kein Problem sein. 3 Umdrehungen. 4 Umdrehungen. Alter, warum macht er das? Ich drehe die Wii mit ihm nach rechts. Und er dreht dann nach links. Ich kapier's nicht. 1, 2, 3, 4. Schwert war 8-mal. 5, 6, 7, 8. So, und jetzt den noch 10-mal. Manchmal, ich kapier's nicht. Da! Was ist das? Ich drehe die Wii-Verbindung nach rechts? Ey, Was ist das? Ey, es ist zum Kotzen. Weißt, ich drehe sie 500 Mal nach rechts. Ey, das ist zum Kotzen, ist das. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ey, ich hab langsam echt keinen Bock mehr. Sieben. Acht. Einmal. Zweimal. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt nicht verschreien. 7. Oder? Ich habe mich verzählt, glaube ich. 1 noch, oder? Okay. Oder auch nicht? Hä? Ich hab das gemacht, was ich tun soll. Ich hab das getan, was ich tun soll. Oder? Hier. Der Mond ist auf 5 Uhr. Hier ist 9 Uhr. Das bedeutet, das Schwert ist auf 8 Uhr. Und das bedeutet, dass die Blume auf 10 Uhr ist. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6, 7, 8. 1, 2. Vielleicht darf auch gar kein Fehler entstehen. Wäre aber blöd, wenn die Fehler dadurch entstehen, dass das System etwas annimmt, das man gar nicht macht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er akzeptiert's nicht. Okay. Okay. Ich hab's getan, aber irgendwie. Er akzeptiert's nicht. Warum auch immer. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, die Frage ist, was? Und ich weiß nicht, was.
Kannst du mir irgendwas dazu sagen? Nee, du bist einfach nur ein kleiner Pisser. Was habe ich dann falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Warte mal. Warte mal. Hängt das mit dem zusammen? Oh, really? Ach, komm schon. Ja, ist gut. Ja, okay. Hier. Da ist die 5 oben. Warum ist da die 5 oben? In der Reihenfolge verwenden, die die Uhrzeiger vorgeben. In der Reihenfolge drin, die die Uhrzeiger vorgeben. Die geben mir... Geben die mir eine Reihenfolge vor? Soll ich die... Wenn ich die übereinander lege, dann kommt doch genau das... So. Klick. So, jetzt warte mal. Foto. Überlagern damit. Siehst du? Das sagt mir genau das, was ich schon weiß. Kann es aber auch genauso gut wie auf den Kopf stellen. Aber woher soll ich wissen? Weißt du, woher soll ich... Ach so! Ach so! Der Uhrzeiger muss auf die 5 zeigen. Mond 1, Schwert 4, Blume 6. Ist es das? Ist es das? Mond 1, Schwert 4, Blume 6. Okay. Das schauen wir gleich einmal. Mond 1, Schwert 4, Blume 6. Das schauen wir mal. Okay. Schnell, bevor ich die Kombination vergesse. Okay, das Schwert muss da rein. So. Hä? Zack. Jetzt hat Mond 1. Schwert 4. 3, 4, Blume 6, 1, 2 haben wir Blümchen 6, 3, das will doch kein Mensch, 4, warum macht man das als Code, 5, 6, aha, Goodie, alles klar. Alles klar. Es hat geklappt. Alles klar bei dir, Matt? Ja.
Es geht schon. Anscheinend geht's ihm wieder ein bisschen besser. Hä? Hey, sie funktioniert. Genial. Ash, guck mal. Matt. Ich dachte, du könntest dich nicht bewegen, weil du Höhenangst hast. Oh, ja, du hast ja recht. Sag bloß nicht, du hast vergessen, dass du Höhenangst hast. Irgendwie schon. Als die Uhr wieder anfing zu laufen, haben meine Beine wieder funktioniert. Du bist manchmal echt seltsam. Gar nicht seltsam. Naja, wenigstens hast du keine Angst mehr, Matt. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Hey, Ash, sieh mal ins Innere dieser Maschine. Da ist was drin. Ach ja? Stimmt, zwischen den Zahnrädern. Das muss der Klangwürfel sein. Was ist ein Klangwürfel? Was denn für ein Klangwürfel? Also ein Spielzeug. Papa hat Kelly mal einen gekauft. Das sind doch diese Walzen? Wo diese Streifen dran sind. Weißt du, wo diese Zapfen dran sind? So einen wie den hier? Ich glaub schon. Man dreht ihn und dann macht er Geräusche. Man kann damit Musik spielen, indem man ihn immer wieder dreht. Bist du sicher? Was macht das Ding denn hier oben? Ja, komisch, oder? Aber das heißt ja... Ash! Das heißt, mein Papa war hier. Ja, wenn es der Klangwürfel von deiner Schwester ist oder von deinem Papa. Dein Vater war hier oben? Überleg doch mal, Ash. Mann! Wenn der Klangwürfel hier ist, heißt es, mein Papa war auch hier. Oder es ist ein anderer Typ hier vorbeigekommen, hat deinen Papa umgebracht, in den Würfel genommen und hat den hier hingelegt, damit man meinen könnte, dass dein Papa dort war, der allerdings in Wirklichkeit schon längst auf dem Grund des Mississippis liegt. Deine Version klingt schöner, Matt. Ist doch klar. Das heißt auch, dass Kelly hier war. Ja, könnte sein. Ash? Versuchen wir erstmal den Klangwürfel aus der Maschine herauszuholen. Okay. Wo ist der? Ach da. Hey, ich steck doch nicht meine Finger rein. Warum nicht? Vielleicht sollte ich mir etwas, rausholen. Mit was? So, ich meine, ich könnte vielleicht irgendwas hernehmen, weißt? Hier mit dem Besen! Nein. Damit? Damit funktioniert es bestimmt. Sehr gut. Hier mit dem langen Stiel da einfach rein. Immer schön reinstochern. So. Zack, verwenden und hiermit. Okay, schwuppdiwupp, jetzt wird gewienert. Gewienert? Ah, sie ist zurückgerutscht. Muss den richtigen Moment abwarten. Tja! Oh yeah. Hab ihn. Yeah. Matt, ich hab's geschafft. Super. Warte. Hier, bitte. Danke. Kann man ihn öffnen? Ja, ich hab mal gesehen, wie Papa das gemacht hat. Kinderleicht. Sieh zu und staune, Ash. Ich glaube, er hat das gemacht. Nein. Dann aber das. Ach ja, nee. Aber so hat er es eigentlich gemacht. Ash, ich kriege ihn nicht auf. Na, so ein Pech. Kannst du ihn nicht aufmachen? Sicher doch. Was hatte der Würfel überhaupt in der Maschine zu suchen?
Warum hat Matts Vater ihn da hingelegt? Das ist eine gute Frage. Ash? Ash? Willkommen in der Welt der Lebenden, Ash. Ich habe mich an etwas erinnert. Was? Ich erinnere mich, wie ich damals den Würfel immer wieder gedreht habe. Wo war das? Ja, das war im Büro meines Vaters. Okay. Also warst du schon mal im Büro deines Vaters? Ja. Gerade habe ich mich an noch was erinnert. Ich bin dort mit Papa hingegangen. Kannst du dich erinnern, wie ihr dort, was ihr dort gemacht habt? Naja. Irgendwie nicht so richtig. Matt. Es ist schon in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Du musst dich ja nicht gleich sofort an alles erinnern. Ja, vermutlich hast du recht. Hey, Ash. Hast du dich wieder an deine Mutter erinnert? Nö, aber ich würd's gerne. Ich würde mich sehr gern wieder an sie erinnern. Aber? Ich weiß auch nicht. Als ich hergekommen bin, konnte ich mich an vieles erinnern. Aber jetzt? Jetzt spüre ich überhaupt nichts. Ich frage mich, warum das wohl so ist. Bestimmt wegen mir. Was? Warum sagst du sowas, Matt? Naja, du musst es wegen mir überall hinlatschen. Kein Wunder, dass du keine Zeit hast, an deine Mama zu denken. Matt, es liegt nicht an dir. Erzähl doch nicht so einen Unsinn. Bist du dir sicher? Ja. Sag mal, mir ist da gerade was eingefallen. Hattest du nicht gesagt, dass du letztes Jahr nicht im Büro deines Vaters nachsehen konntest? Ja, darum war so ein Zaun. Lass uns mal nachsehen, ja? Vielleicht finden wir zu zweit einen Weg hinein. Okay. Ich will aber den trotzdem irgendwie... Okay. Und wie krieg ich jetzt die... Ich warte hier. Okay. Wie kriege ich jetzt die Glocke zum Läuten? Also ich habe irgendwie alles aktiviert. Jetzt müsste nur noch die Glocke läuten. Ich denke, irgendeine große Glocke. Oh, was ist das? Ein Teil der Wand sieht brüchig aus. Was ist denn nur passiert? Okay, mehr kann ich da nicht machen. Mehr gibt's hier oben auch gar nicht. Okay. Und wie kriege ich den jetzt zum Dong 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 machen? Wie? Ich habe Matt dort oben gelassen. Ja, ich weiß. Hammer. Brauche ich ja nimmer. Brauchen wir auch alles nimmer. Wie kriege ich die Glocke jetzt zum Läuten? Matt, sag mal was. Fertig? Ja. Was? Na los, Ash. Lass uns zum alten Büro meines Papas gehen. Okay, dann komm mit. Jetzt kann ich raus, okay. So, wo ist denn das alte... Sehr gut. Hey, das ist ja... Die Glocke läutet.
Sehr gut. Das muss die Turmglocke sein. Oh! Diese Glocke habe ich schon mal gehört. Ja, ganz bestimmt. Ich war im Auto und ich habe Mama gesehen. Mama. Der Anhänger. Ja, jemand hat Mama den Anhänger gegeben. Ash, weißt du eigentlich, dass dein Gesicht richtig schön pink wird bei den Aussetzern? Alter Trottel. Na, danke. Matt, ich habe mich gerade an was erinnert. Echt? An was denn? Der Klang der Turmglocke hat die Erinnerung ausgelöst. Mama stand vor dem Glockenturm und jemand hat ihr den Anhänger gegeben. Moment mal, welchen Anhänger? Sie hat ihn mir gegeben, bevor sie starb. Ist das Einzige, was mir von ihr geblieben ist. Oh, dann ist ja was Besonderes, was? Ja. Er ist tränenförmig und darin ist irgendeine Flüssigkeit. Ich trage ihn normalerweise immer bei mir, aber Papa hat ihn sich für eine Weile geborgt. Aha, ja, ist schon interessant, wie du dich manchmal an Dinge erinnerst. Eine Mitteilung von Papa. Ashley, ich bin untröstlich. Alter, es fängt schon damit an. Es fängt schon damit an. Weißt du was, Richard? Ich bin untröstlich, dass ich jetzt bald die Aufnahme beenden werde und was essen werde. Ich habe nämlich Hunger. Ich hatte mir fest vorgenommen, heute früher nach Hause zu kommen. Nein, hattest du nicht. Du hattest dir fest vorgenommen, dass du heute gar nicht in die Arbeit gehst. Aber ich werde mich wohl verspäten. Vor morgen früh treffe ich nicht, ist sicher nicht zu Hause. Alter, du kriegst echt... Oh mein Gott, bist du gut. Falls du es nicht so lange warten möchtest, fahr ruhig zurück. What? What? Was bist du für ein Vater? Ich soll nach Hause, wenn ich nicht warten will? Was soll das? Wieso reagiert auf einmal so komisch? Vorher wollte er gerade noch, dass sie nicht zurückfahren. Jetzt auf einmal hier, verpiss dich doch. Alles in Ordnung, Ash? Ich habe eine seltsame Mitteilung von meinem Papa bekommen. Warum seltsam? Was hat er gesagt? Er hat mir gesagt, ich soll gehen. Einfach so. Wohin? Nach Hause. Zurück zu seinem Haus oder was? Es war nicht so ganz klar. Vielleicht auch ganz nach Hause zu Jessica. Was hat er denn? Ash, das ist total komisch. Wieso schickt er dich denn fort? Ja, das klingt überhaupt nicht nach ihm. Mhm. Ah, fast hätte ich's vergessen. Dann hat er gesagt, das alte Büro deines Vaters ist in der Nähe von Chase Valley. Echt? Ja, gehen wir zum Büro. Dann können wir uns bei der Gelegenheit auch gleich Chase Valley ansehen. Toller Plan. Ja, ich würde meinen Papa fragen, warum er das vorhin geschrieben hat. Klar, verstehe ich total. Okay, ja, das würde mich nämlich auch mal interessieren. Warum unser Vater uns so eine Nachricht schreibt. Nach dem Motto, boah, du, ich bin jetzt mal noch in der Arbeit, verpiss dich, ne? Weißt du Bescheid? Oh nein, 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 nein! Oh Leute, ich hab doch schon Kopfweh. Ich hab doch schon Kopfweh und jetzt sehe ich dich auch noch. Dabei habe ich doch schon Kopfweh. Ashley? Ellie? Ich habe gerade eine Glocke läuten hören. Du hast sie doch auch gehört, oder? Ja, natürlich habe ich das. Es war doch nicht die, von der ich glaube, dass sie es ist. Die Glocke des Turms? Doch, doch. Ich wusste es doch. Hm? Hast du die Turmglocke auch schon mal gehört? Ja, als sie meine Eltern das erste Mal hergebracht hatten, als sie noch zusammen waren.
Damals, funktionierte die Turmglocke noch? Wer hatte wohl dafür gesorgt, dass sie wieder geht? Ganz ehrlich, die glaubt mir doch eh nicht. Keine Ahnung. Dachte ich mir schon. Siehst du? Es war Ash, die sie repariert hat. Oh, Matt. Was? Und wie soll sie das geschafft haben, Einstein? Sie ist mit dem Schlüssel von Mrs. Graham nach oben und hat sie repariert. Es war kinderleicht. Und wer bitte soll diese Mrs. Graham sein? Sie lebt hinter den Ferienhäusern in einem richtig alten Haus. Ihr Vater hat den Glockenturm gebaut. Warte mal, du meinst doch etwa diese runzige alte Schachtel? Bei der warst du? Alter. Null benehmen. Ja, und nenn sie gefälligst nicht so. Ich war bei ihr und hab sie gefragt, ob ich mal in den Glockenturm darf. Essen fällt jetzt erstmal aus, meine Freunde. Ich würde mal sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal an Ort und Stelle wieder, sonst wird der Party noch 5 Stunden lang. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Another Code R für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.